sehe ja nur noch unterschiedliche Teams, da ich in unterschiedlichen Unternehmen wirke und sehe auch, wie Unternehmen das unterschiedlich gelöst haben. Was aber auffällig war tatsächlich, ich nenne es gerne, dass sich so eine gewisse Bildschirmmüdigkeit eingestellt hat. Zum einen tatsächlich, weil natürlich, wenn du jetzt den ganzen Tag fokussiert vor dem Bildschirm sitzt, gibt es ja tatsächlich eine physische, körperliche Müdigkeit. Aber auch eben diese Breaks, die man vielleicht nicht macht. Also wenn ich alleine sehe, wie sich Meeting-Taktung verändert hat, weil natürlich fällt die Anreise deines Gesprächspartners weg oder deine eigene Anreise fällt weg. Aber dann hat man auch quasi immer so 60-Minuten-Taktung, ja, von 8 bis 9, von 9 bis 10. Ich habe tendenziell das Gefühl, auch wenn ich ins eigene Homeoffice schaue, bei meiner Frau zum Beispiel, dass die Anzahl der Meetings noch eher zugenommen hat als abgenommen. Mhm. Und dass man natürlich eben auch nicht diesen Kaffee in der Kaffeeküche hat, nicht diesen privaten Plausch, dass vieles, was so im Socializing passiert, ein Stück weit runtergefahren wurde. Ich weiß, da gibt es auch so Dinge wie virtuelles Kaffee trinken, man trifft sich mal abends und so weiter. Aber da habe ich tatsächlich das Gefühl, dass der Handlungsbedarf besteht, auch weil, wenn ich dann sehe, wie die Homeoffice-Situation bei manchen Leuten ist, sie tragen quasi das berufliche Leben ins Private rein, weil sie nicht in einem Büro sitzen, wie wir beide jetzt zum Beispiel, sondern am Küchentisch, im Schlafzimmer. Also ich habe ja die tollsten Dinge gesehen, auch die kreativsten Dinge, wie Leute dann sich einen Vorhang gebaut haben und eine Abgrenzung gemacht haben, damit man so ein bisschen Privatsphäre schützt. Aber man arbeitet natürlich auch gerade in der Lockdown-Situation. Da ist die Frau vielleicht noch zu Hause, die Kids noch zu Hause. Ich glaube, das ist ganz, ganz enorme Belastung auch, die da auf die Mitarbeiter eingeprasselt sind. Und ich glaube, dafür müssen wir auch an Lösungen arbeiten, weil ich gar nicht pandemisch so in die Zukunft gucken möchte und sagen würde, ja, das kann ja noch länger dauern, sondern weil ich ganz andere Herausforderungen auch zukommen sehe und vielleicht mal so ein bisschen diesen Ausblick auch ins nächste Jahr mal schon zu wagen. Das sind ja eben auch so Dinge wie Klima, ja, Energiewandel, Mobilität. Das sind ja ganz gewaltige Geschichten, vor denen unsere Gesellschaft ja auch steht, die auch Einfluss haben auf das, was wir tun müssen. Wie agieren wir da eigentlich? Und wir müssen eigentlich raus, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, dieses Entweder-Oder, das müssen wir einfach trennen. Also ich glaube, dass man nicht die digitalen Tools als totalen Ersatz für analoges Arbeiten betrachten darf und auch wiederum umgekehrt nicht glauben darf, dass man zurückgehen kann, da wie es früher war, die gute alte Zeit. Das hat ja auch viel damit zu tun, dass Menschen ja sich sehen nach Sicherheit und sie wollen etwas Vertrautes haben, weil es ist eine sichere Umgebung, es gibt ein sicheres Gefühl, man agiert ganz gerne in sicherem Umfeld und auf einmal kommt Veränderung. Und ich glaube, dass diese Veränderung sehr schnell gekommen sind. Also wir reden ja ganz gerne immer so von der Revolution, der digitalen Revolution und nicht von einer digitalen Evolution. Weil eine Evolution ist langfristig und sie gibt dir halt immer die Möglichkeit, dich anzupassen, dich zu entwickeln. Eine Revolution ist schnell, blutig, ja, und teilweise eben auch radikal. Da wird nicht so viel Rücksicht teilweise genommen. Ich würde ganz gerne auf zwei Kommentare eingehen, die mir aufgefallen sind. Da hat zum Beispiel der Olli aus Berlin geschrieben, PowerPoint-Monologe machen halt müde. Ich glaube, das ist tatsächlich auch etwas, was damit beiträgt, dass man tatsächlich überlegen muss, wie agiere ich? Also, dass wir Digitalisierung oder auch, wenn wir in virtuelle Meetings gehen, nicht die technischen Lösungen nur sehen, weil technisch kannst du natürlich jeden Prozess 1:1 ersetzen, aber macht das eigentlich von der Methode her Sinn, Prozesse einfach nur technisch zu übersetzen, weil sie technisch so machbar sind, nimmst du die Menschen dort eigentlich mit? Und dazu passt auch der Kommentar von Andreas Kretschmann. Mensch zu Mensch ist eben nach wie vor belebend. Klar sind Videocalls derzeit Pflicht, aber ich freue mich darauf, jemanden wieder direkt ansprechen mit ihm, wenn es Sinn macht, zu sprechen. Ja, ist ganz klar. Also man kann natürlich heute digitale Treffen, die kann man ja immer belebender gestalten. Also es geht ja auch gerade in der Öffentlichkeit Diskussionen um Meta und Metaverse. Ja, diese virtuelle Welt, die dort geschaffen werden wird, wird sehr mit Facebook verbunden oder mit Meta, wie Facebook jetzt heißt. Arbeiten aber auch Nike dran, Amazon, Apple, Google, alle arbeiten an diesem Metaversum. Du kannst ja sogar schon Grundstücke dort kaufen, ja, bei Maklern. Und viele Dinge ergeben halt auch Sinn. Aber natürlich dieser Händedruck, diese Berührung, die kannst du halt nicht übersetzen. Und die ist manchmal notwendig. Und so kann es ja durchaus notwendig sein, dass man mal zum Kunden hinfährt, ja, von Dortmund nach Hamburg. Ja, und wenn es nur zum Kaffee trinken ist, weil man eine gewisse zwischenmenschliche persönliche Beziehung da letztendlich auch befeuert.
Aber was wir, glaube ich, lernen müssen, ist, dass wir unterscheiden auch zwischen Aufmerksamkeit und Wertschätzung, weil das wird häufig in einen Topf geschmissen. Ich habe letztens gehört von einem Unternehmer, ja, ich behandle alle Kunden mit der gleichen Aufmerksamkeit, egal wie viel Umsatz wir mit dem machen. Was er damit aber meinte, war eigentlich, dass er sie gleich wertschätzend behandelt, weil ich definiere jetzt mal Aufmerksamkeit in Zeit, die ich aufwende, ja, Ressourcen, die ich aufwende, um mich zum Beispiel um den Kunden zu kümmern. Und da muss man sehr wohl unterscheiden, welchen Beitrag leistet denn auch dieser Kunde zur Entwicklung des Unternehmens und welchen Wert entsteht für uns, aber auch welchen Wert liefern wir für den Kunden. Und ich glaube, da wird man unterscheiden müssen, macht es tatsächlich Sinn, mich dort auch persönlich mit dem Außendienstteam um den Kunden zu kümmern oder macht man das virtuell? Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn ich an Messen oder Präsentationen und so weiter denke.